Möchtest du gerne die Lenormand-Karten Deutung lernen und das auf eine kreative und ja, mal vollkommen andere Art? Dann ist hier mein neues Buch, die Lenormand-Karten Fantasiereisen oder das Ganze auch als MP3 zum Anhören, genau das Richtige für dich. Ich kombiniere hier das Thema Entspannung, also in deine Fantasie eintauchen. Ich lade dich hier ein, in die Welt des Lenormand einzutauchen und da die einzelnen Deutungen jeder Karte kennenzulernen. Das heißt, hier sind natürlich 40 Fantasiereisen drin, zu jeder Karte eine, also die klassischen 36 Motive plus meine vier Zusatzkarten Bauch, Engelsflügel, Fabrik und Hand. Und ja, wie gesagt, alle 40 Lenormand-Karten haben hier von mir schriftlich eine Fantasiereise aufgeschrieben bekommen. Das heißt, du kannst sie im Buch lesen. Und ich zeige dir am Ende des Videos auch noch einen Einblick in das Buch. Gleich bekommst du auch noch eine Kostprobe. Das heißt, die Fantasiereise zum Reiter gibt es gleich hier zum Anhören. Und es geht einfach darum, dass du ja, die Entspannung genießen kannst, also vom Alltag mal eine Weile abschalten, zur Ruhe kommen, dir was Gutes tun. Und ich habe das Ganze natürlich mit den positiven Deutungen der Karte verbunden, weil gerade in einer Fantasiereise möchte man ja nur Positives erleben. Das heißt, hier bekommst du die positiven Aspekte. Das Ganze ist noch so ein bisschen so formuliert, dass hier auch meine Arbeit aus dem Bereich Hypnose, Mentaltraining mit einfließt und ich dir hier und da auch Sätze eingebaut habe, die eine positive Wirkung auf dein Leben haben sollen. Also, dass du was verbessern kannst in deinem Leben, dass du zum Beispiel beim Reiter in die Aktivität kommst. Das merkst du gleich, wenn du dir die Fantasiereise zum Reiter anhören kannst, wie ich da die positiven Sachen eingebaut habe. Am Ende ist dann die Möglichkeit, also beim Buch sowohl als auch bei den Audios, die Möglichkeit, das Ganze dann ausklingen zu lassen und damit ist dann deine Fantasiereise beendet. Oder du liest komplett den Text und hörst dir auch komplett die MP3 an. Dann gibt es da noch einen virtuellen Besuch bei einer Kartenlegerin. Das heißt, in dieser Lenormand-Welt begegnest du dann der Kartenlegerin, die an einem Tisch sitzt und da die Karten legt und wie du dann praktisch dazukommst und sie dir dann entsprechend diese Karte, zu der du gerade die Fantasiereise machst, die Deutungen erklärt. Das heißt, da werden dann natürlich auch mal die negativen Deutungen aufgelistet, denn du sollst ja zur Karte auch alles an Deutung erfahren. Das heißt, während du die positiven Sachen hörst oder auch die normalen Deutungen der Karte, da kommt dann schon mal wieder die Erinnerung, ach, das habe ich doch gerade in der Fantasiereise sozusagen auch erlebt, also auch gespürt, was die Deutung der Karte ist und dann kommen eben halt noch aufgelistet auch die negativen, damit du einfach auch komplett weißt, wie du die Karte zu deuten hast, wenn du mal Ratschläge im Positiven deuten willst, wenn du mal ja, die Baustellen im Leben anschauen möchtest, wo man mehr Beachtung hingeben sollte, dann ist das ja so die negative Seite, also die Schattenseite der Karte und natürlich auch, wie du es ganz normal deuten kannst. Also, wie gesagt, wenn du den Besuch mit der Kartenlegerin dabei haben möchtest, dann kannst du im Buch einfach komplett den Text lesen und bei der MP3 werde ich das einfach anbieten, dass es zu jeder Karte zwei Audios gibt. Einmal halt die reine Fantasiereise für die Leute, die einfach nur entspannen möchten oder die Deutungen erleben, aber eben nicht nochmal aufgelistet bekommen möchten. Und für die, die noch am Anfang sind und sagen, hey, ich will diese Deutungen auch nochmal, ja, in dieser Reise eingebaut hören, also die Begegnung mit der Kartenlegerin auch erleben möchten, die hören sich dann eben die Audio an, wo alles komplett drin ist. So, jetzt hast du hier schon mal den Blick auf das Cover. Und ich switche jetzt auch gleich rüber in die Audio, damit du eben wirklich mal die erste Karte erleben kannst. Dazu möchte ich nur kurz nochmal hinweisen, dass es am Ende von dem Video natürlich auch nochmal den Einblick in mein Buch gibt.
Und ja, wenn du begeistert bist, sowohl von der MP3 als auch vielleicht von dem Einblick ins Buch, dann kannst du gerne auch unter diesem Video, also sofern du es bei YouTube oder in meinem Blog anschaust, dann befindet sich unter dem Video natürlich der Link, beziehungsweise beide Links, einmal zu dem Audiopaket mit den 40 Karten in MP3 und dann auch einmal der Link zum Buch. Natürlich ist es auch schön, beides zu haben, weil dann kannst du einmal lesen und während des Lesens in deine Fantasie eintauchen. Das andere ist dann eben, dich von meiner Stimme begleiten zu lassen. Wobei da kommt es natürlich drauf an, ob du meine Stimme magst, ob ich im richtigen Tempo spreche, ne, dass du da wirklich in die Fantasie eintauchen kannst, weil falls das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich eher sinnvoll, das Buch zu nehmen und vielleicht mit deinem Handy dann während du liest, das selber aufzunehmen, damit du dich anschließend durch deine eigene Stimme durch die Fantasie begleiten lassen kannst. Also wie auch immer, ich starte jetzt natürlich erstmal die Fantasiereise zum Reiter. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich sag noch kurz dazu, das Bild ändert sich hier nicht, bis die Reise zu Ende ist. Also du musst hier nicht unbedingt mit Augen auf das Video hier schauen. Das ist einfach ein Standbild in dem Sinne, weil es geht ja jetzt hier darum, dass du entspannen kannst, also die Augen schließen und richtig schön in deine innere Fantasiewelt eintauchen und dich dabei von mir mit der Stimme begleiten zu lassen und da eben auch schon mal reinzuspüren, ob das vom Sprechtempo für dich angenehm ist, ob du meine Stimme magst und ja, wie sich das Ganze eben für dich anfühlt, mal so die positiven Deutungen zu erleben. Und ich habe auch den Besuch der Kartenlegerin im Anschluss mit dabei. Also du kriegst es hier einmal wirklich komplett. Das dauert so ungefähr 15 Minuten, die Audio. Also du solltest jetzt, wenn du das wirklich weiter anschaust, 15 Minuten Zeit haben, dass du entspannt sitzen kannst, vielleicht dich auch hinlegen kannst, und dann dabei eben meiner Stimme lauscht und hier mal in die Welt des Reiters eintauchst. Also viel Spaß und wie gesagt, am Ende des Videos gibt es noch die Einblicke ins Buch. Das ist dann ab dem Moment, wo ich sage, jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Da geht es dann hier mit dem Video wieder weiter. So, jetzt aber genug der Vorrede. Viel Spaß mit meiner Audio. Schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Spüre, wie sich dein Körper und Geist langsam entspannen und zur Ruhe kommen. Du kannst dich jetzt ausruhen und dich auf eine wunderbare Fantasiereise begeben. Stelle dir vor, du befindest dich in einer wundersamen Welt, in der die Wiesen grün sind, die Blumen in den verschiedensten Farben leuchten und die Bäume pinke Blätter tragen. Es ist ein Ort voller Magie und Schönheit, ein Ort, der nur in deiner Fantasie existiert, die Lennemore-Welt. Die Luft ist erfüllt von einem angenehmen Duft nach Blumen und Gras, und die Sonne scheint sanft auf dein Gesicht. Du atmest tief ein und spürst, wie die frische Luft neue Energie in dich bringt. Du bist bereit, dich auf eine Reise voller positiver Erlebnisse zu begeben. Während du dich in dieser Welt umsiehst, entdeckst du einen breiten Weg, der durch die Landschaft führt. Es scheint, als würde er dich anziehen und du folgst ihm einfach. Du fühlst dich sicher und geborgen, als ob der Weg dich an einen Ort führen würde, an dem du die Geheimnisse der Lennemore-Karten entdecken und tiefe Erkenntnisse gewinnen kannst. Du spürst, wie deine Neugier geweckt ist und möchtest alles erfahren, was diese mystische Welt dir zu bieten hat. Mache dich bereit, die Lennemore-Welt auf eine einzigartige und unvergessliche Weise zu erleben. Scheinbar aus dem Nichts erscheint vor dir ein lilafarbenes Tor, das sich wie von selbst öffnet. Ohne zu zögern gehst du hindurch.
Du erblickst nun einen wunderschönen Reiterhof. Ein paar Pferde stehen auf einer Wiese. Das leise Wiehern eines Pferdes erreicht deine Ohren und zieht dich magisch an. Als du dich umdrehst, erblickst du ein Pferd, das erwartungsvoll zu dir aufblickt und ungeduldig mit den Hufen scharrt, als ob es darauf wartet, dass du es reitest. Okay, denkst du dir, wieso nicht? Ein bisschen Aktivität wäre jetzt ganz gut. Du gehst zu dem Pferd und es steht nun ganz ruhig da. Es lässt dich vorsichtig aufsteigen. Du fühlst, wie du fest im Sattel sitzt und die Zügel in die Hand nimmst. Aus der Ferne ruft dir jemand zu, dass das Pferd Rocket heißt. Sein Name bedeutet Rakete und symbolisiert schnelles Vorankommen und Fortschritt. Viel Spaß beim Ausritt. Oh, interessant, du bist also Rocket, sagst du zum Pferd. Es wiehert freudig und beginnt nun langsam zu gehen. Und du spürst, wie sich seine Muskeln unter dir bewegen. Du gibst ihm ein sanftes Zeichen mit den Fersen und Rocket beginnt zu traben. Der Wind weht dir ins Gesicht und du fühlst dich frei und aktiv. Der Weg vom Reiterhof führt entlang einer Straße am Rande eines Dorfes. Ihr reitet vorbei an Joggern, Fahrradfahrern und vorsichtig auch an ein paar Autos. Sogar ein Bus und Motorrad fährt an euch vorbei. Es wird Zeit, diese Gegend zu verlassen und in ruhigere und naturbelassenere Landschaften zu kommen. Und endlich taucht eine weite Landschaft auf und du kannst die Natur und das Ausreiten in vollen Zügen genießen. Du spürst, wie Rocket schneller wird und du hältst dich fest, während du gemeinsam mit ihm über die Wiesen und entlang eines Flusses reitest. Du fühlst dich lebendig und glücklich, während du die Schönheit der Natur um dich herum genießt. Rocket gibt dir ein Gefühl von Kraft und Freiheit, welche du so noch nie erlebt hast. Während du gemeinsam mit ihm weiterreitest, bemerkst du in der Ferne einen anderen Reiter, der auf dich zukommt. Du bist unsicher, ob du diese Person kennst oder nicht, aber deine Neugierde siegt und du reitest in ihre Richtung. Als ihr euch nähert, erkennst du eine Person, mit der du dich verabredet hattest. Möglicherweise siehst du also eine Person, die du schon kennst, weil ihr euch schon öfters verabredet hattet. Vielleicht ist es auch das erste Treffen und du kennst die Person noch nicht. Wen auch immer du jetzt siehst, es wird Zeit abzusteigen und ein wenig mit der Person zu plaudern. Ihr beschließt, einen Spaziergang entlang des Flusses zu machen. Du erzählst ihr von dir und deinen Plänen, während sie dir von sich berichtet. Im Laufe eures Gesprächs erfährst du eine wichtige Botschaft. Sie spricht darüber, wie wichtig es ist, im Leben mutig zu sein und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Du hörst aufmerksam zu, wie sehr dich die Worte inspirieren. Als ihr euren Spaziergang beendet und euch verabschiedet habt, kehrst du zurück zu deinem Pferd und setzt deine Reise fort. Während du weiterreitest, denkst du über eure Unterhaltung nach und beginnst dich selbst zu hinterfragen. Du fragst dich, ob du mutig genug bist, um neue Dinge auszuprobieren und ob du wirklich das Beste aus deinem Leben machst. Du fängst an, deine Gedanken und Prioritäten zu überdenken und beginnst zu verstehen, dass es oft nur den ersten wichtigen Schritt braucht, um endlich loszulegen, in die Aktion zu kommen und die Chancen und Angebote des Lebens zu nutzen. Während du noch deinen Gedanken nachhängst, triffst du auf einen Händler, der seine Waren auf einer Decke ausgebreitet hat. Du siehst dir die Gegenstände an, die er verkauft, und findest einige Dinge, die dein Interesse wecken. Als du den Händler fragst, wie viel die Gegenstände kosten, bietet er dir einen besonderen Deal an.
Er ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf einem Pferd geritten und würde gern mal einen kurzen Ritt unternehmen und das Gefühl von Abenteuer und Freiheit für einen Moment erleben. Zum Dank kannst du dir dann ein paar Dinge aussuchen, die du gern hättest. Du bist erst etwas skeptisch, beschließt dann aber, ihm zu vertrauen. Du steigst von Rocket ab und lässt ihn für eine Weile auf deinem Pferd reiten, während du dir seine tollen Angebote näher anschaust und dich für ein paar der Dinge entscheidest. Du weißt, dass du ohne dein aktives Handeln diese Chance und diesen Deal niemals erhalten hättest. Du realisierst, dass es wichtig ist, aktiv zu sein, um neue Chancen und Möglichkeiten zu schaffen, die dir sonst verwehrt bleiben würden. Du bedankst dich beim Händler und reitest schließlich weiter. Du fühlst dich erleichtert und glücklich über deine Entscheidung. Du erinnerst dich daran, dass du auf deiner Reise auch viele neue Dinge gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt hast, die dir helfen werden, in Zukunft aktiv und erfolgreich zu sein, zum Beispiel mit den Lenormand-Karten und deren Deutungen. Inzwischen kommst du mit Rocket wieder zurück im Dorf an. Hier sind wieder die Jogger, Fahrradfahrer, Motorräder, ein Bus und auch Autos unterwegs und du musst aufpassen, wo du reitest. Und nun bist du wieder beim Reiterhof angekommen, wo du vorhin gestartet bist. Du steigst von Rocket ab und siehst ihm in die Augen. Du bedankst dich bei ihm für die wundervolle Reise, streichelst seinen Hals und verabschiedest dich. Du weißt, dass du jederzeit wieder aufsteigen und erneut losreiten kannst, um dich zu entspannen, zu lernen und dich von deinem Alltag zu erholen. Und da taucht auch bereits wieder das lilafarbene Tor auf. Nachdem du die wundersame Lenormand-Welt erkundet und viele positive Erlebnisse gesammelt hast, trittst du nun erfüllt und zufrieden durch das lilafarbene Tor, durch das du vorhin gekommen bist. Doch bevor du die Welt der Lenormand-Karten für heute verlässt, wartet zum Abschluss noch ein besonderes Treffen auf dich. Du siehst eine Kartenlegerin an einem Tisch sitzen und wie sie die Karten legt. Du spürst, dass sie dir etwas zu sagen hat. Du gehst näher und sie begrüßt dich herzlich. Sie möchte dir noch etwas über die Deutung der Lenormand-Karte Reiter erzählen. Sie sagt, einige der Deutungen hast du bereits in deiner bisherigen Fantasiereise erlebt. Doch es gibt noch viel mehr Bedeutungen zu dieser Karte. Sie hat nicht nur eine positive Seite, sondern auch eine negative Schattenseite. Jede Karte hat immer zwei Deutungsseiten in sich. Der hauptsächliche Deutungsschwerpunkt der Karte kann positiv, negativ oder manchmal auch neutral sein. Wie du das Kartenmotiv wahrnimmst, hängt von dir ab. Während ich dir meine eigenen Empfindungen mitteile und dir zeige, wie ich das Motiv interpretiere, solltest du im Anschluss an diese Fantasiereise das Motiv noch einmal sorgfältig betrachten und deine eigenen Empfindungen dabei erforschen. Welche Emotionen, Gedanken, Erfahrungen oder Erinnerungen werden bei dir durch das Kartenmotiv hervorgerufen? Um dir dabei zu helfen, das Motiv und seine Symbolik besser zu verstehen, biete ich dir einige Fragen an, die du beim Betrachten des Bildes berücksichtigen kannst. Los geht's, ich habe hier einige Hinweise für dich. Stelle dir vor, dass du selbst auf der Karte bist oder in deiner Vorstellung hineingehst. Achte darauf, was man auf dieser Karte alles erkennen kann und was es früher bedeutete, aber vor allem, was es in der heutigen Zeit bedeutet. Befasse dich mit deinen Empfindungen beim Betrachten des Bildes. Beachte dabei das Wetter und die Stimmung in der Szene. Überlege, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt und welche nicht. Schau, ob auf der Karte ein weiteres Lebewesen zu erkennen ist und welche Bedeutung diese Person oder dieses Tier für dich haben könnte. Vielleicht genügen dir diese Anhaltspunkte, um die Karte besser deuten zu können.
Vielleicht brauchst du aber auch noch ein wenig Unterstützung von mir und möchtest jetzt meine Gedanken und Empfindungen zum Bild erfahren. Gern verrate ich sie dir. Wenn ich mich selbst in die Karte hineinversetze, um sie besser zu verstehen, dann sehe ich im Motiv des Reiters zum Beispiel Folgendes. Auf der Karte ist eine Person auf einem Pferd zu sehen. Wenn ich mich auf der Karte befinde, begegne ich dieser Person. Es ist ratsam, die Gelegenheit zu nutzen und die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, um aktiv zu werden, loszureiten. Ich selbst entscheide, wohin ich reiten möchte. Symbolisch steht das Bild für Bewegung, Fortschritt und die Offenheit für Chancen und Möglichkeiten. Das Pferd ist schnell unterwegs, sodass die Bewegung schnell vonstatten geht. Die Strecken, auf denen das Pferd eingesetzt wird, sind kurz. In der heutigen Zeit kann das Pferd möglicherweise durch ein Fahrrad, Mofa oder Auto ersetzt werden. Gegebenenfalls geht man auch zu Fuß oder nutzt den Bus. Diese Deutungen ergeben sich für mich daraus. Bewegung, es geht vorwärts, selbst aktiv sein, fest im Sattel sitzen, die Zügel in die Hand nehmen, Chancen und Angebot entdecken und ergreifen. Kurze Entfernungen und schnelle Bewegung, Begegnung, Treffen, Verabredung, verschiedene Fortbewegungsmittel, zu Fuß, Fahrrad, Mofa, Auto, Taxi, Bus. Zeit, schnell. Beim Betrachten des Bildes erkenne ich sowohl neutrale als auch positive Deutungen, wobei mein Fokus auf der positiven Seite liegt. Du fragst dich sicherlich bereits, wie ich die Karte mit ihrer anderen Seite interpretieren würde. Deshalb möchte ich dir noch einen Tipp geben. Versuche das Bild aus einer anderen Perspektive zu betrachten und herauszufinden, was die verborgene, negative Seite des Motivs sein könnte. Um deine eigenen Ideen anzuregen, biete ich dir folgende Vorschläge an. Du bist sehr aktiv, zappelig, unruhig oder ungeduldig. Möglicherweise neigst du dazu, voreilig zu handeln und alles zu schnell vorantreiben zu wollen. Wenn du zu selbstbestimmt bist, kann dies auf andere egoistisch wirken. Experimentiere in den nächsten Tagen ruhig ein wenig mit eigenen Deutungen des Bildes und wie du es für dich sowohl positiv als auch negativ interpretieren könntest. Du fühlst dich dankbar für die wertvollen Erkenntnisse, die du durch die Kartenlegerin gewonnen hast und spazierst nun den breiten Weg entlang, umgeben von den Wiesen und den Bäumen mit den pinkfarbenen Blättern. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem Gefühl der Stärke und Inspiration im Herzen verlässt du die Fantasiereise und kehrst zurück in deinen Alltag. Wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen. So, und nun, wie versprochen, gibt es noch die Einblicke in das Buch. Vielleicht bist du ja jetzt schon neugierig geworden, was da im Buch alles noch so drin ist. Wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, die 40 Fantasiereisen. Du siehst hier den Einblick ins Inhaltsverzeichnis. Also jede Fantasiereise ist hier aufgeführt und geht immer über ein paar Seiten zum Lesen. Also so in der Regel sind es 6 Seiten, die man pro Fantasiereise lesen kann. Der Einstieg ist übrigens immer gleich, damit du dich schon mal dran gewöhnst, dass wie du halt in diese Lenormand-Welt kommst, mit den pinken Blättern an den Bäumen, so wie es ja auch das Coverbild zeigt, und dann den breiten Weg entlang, bis sich dann das lilafarbene Tor öffnet. Und dahinter beginnt dann die eigentliche Fantasiereise und endet dann auch wieder, indem du eben zurückkommst auf den breiten Weg mit den Bäumen und den pinkfarbenen Blättern. So, also du siehst hier alle 40 Karten aufgelistet, also sprich, hier geht es ja noch weiter mit dem Inhaltsverzeichnis, also es geht hier wirklich bis Karte 40. Dann gibt es noch ein Bonusmaterial, in dem ich dir 3 Fantasiereisen zum Anhören gebe, wobei die eine hier mit dem Reiter, die bekommst du ja jetzt hier gerade schon auch im YouTube-Kanal und in meinem Blog. Aber ich habe noch 2 weitere, die du dir dann eben auch anhören kannst.
Dachte mir, so drei Kostproben von 40 ist eine schöne Zahl. So, dann für alle, die ja vielleicht nur über das Thema Fantasiereisen auf dieses Video aufmerksam geworden sind und mit dem Kartenlegen vielleicht noch gar nicht so viel zu tun haben, die können natürlich auch an meinem unentgeltlichen Kurs teilnehmen. Das Ganze findet per E-Mail statt. Das heißt, du trägst dich lediglich mit deiner E-Mail ein. Und dann bekommst du alle Infos von mir zugeschickt und kannst dir eben ja weitere Videos angucken, Blogbeiträge. Das Ganze ist halt gut strukturiert, damit du eben in der richtigen Reihenfolge alles anschauen und lernen kannst. Wie gesagt, kostet nichts außer den Eintrag deiner E-Mail und natürlich die Zeit, dir das alles dann auch anzuschauen. Ja, dann gibt es noch den Einblick in ein anderes Buch, was auch ergänzend hierauf ist, wenn du mehr über die Deutungen wissen möchtest. Und natürlich zum Abschluss noch ein paar Tipps für ja, Legungen mit positiven und negativen Deutungsaspekten, mein Schlusswort, das Feedback und natürlich den Einblick in weitere Produkte, die es in meinem Verlag gibt und den Kontakt zu mir, sollte doch noch mal irgendwie die ein oder andere Frage auftauchen im Zusammenhang mit meinen Produkten oder so, dann hast du auch hier immer die Kontaktmöglichkeit mit bei. Ja, und so ist dann dieses Buch im Grunde genommen aufgebaut. Also das Kernstück ist natürlich jede Fantasiereise. Du siehst vom Text her, ich habe es angenehm lesbar gestaltet. Das heißt immer auch mal wieder Absätze, weil gerade wenn man selber liest und dann ja in die Fantasie eintauchen möchte, dann muss man ja immer abwechselnd Augen auf, Augen zu. Oder während des Lesens kommen natürlich auch die Bilder in deinem Kopf. Das geht ganz automatisch, wenn man irgendwas liest, ne? Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel vom rosa Elefanten erzähle und du hast jetzt gerade die Augen auf, ploppt garantiert auch gerade der rosa Elefant in deinem Kopf auf. Also es funktioniert auch mit Augen auf und durch diese Absätze hast du es aber leichter, eben im Text zu bleiben und musst nicht immer wieder suchen, ha, wo war ich denn jetzt gerade, wenn du vielleicht doch über das ein oder andere Bild etwas länger nachdenken möchtest. Na, es kommt ja immer darauf an, wie intensiv du eintauchen willst. Von daher habe ich es dir hier so einfach wie möglich gestaltet, dass du eben gut diesen Text auch für dich lesen kannst. Und ja, hier nochmal abschließend die ISBN für das Buch. Du bekommst es in meinem Online-Shop und natürlich auch im Buchhandel, beziehungsweise kannst du es auch auf Amazon bestellen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du es in meinem Shop kaufst. Oder solltest du es im Buchhandel oder auf Amazon erwerben, dann wäre es natürlich mega schön, wenn du auch eine Bewertung schreibst. Denn du kennst das ja sicherlich von dir selber auch, dass du auf die Bewertungen von den anderen schaust, bevor du vielleicht deine Entscheidung triffst, ob das Buch etwas für dich ist oder nicht. Also das heißt, wenn du in die Bewertung halt reinschreibst, ja, wie dir das Buch gefallen hat, dann tust du nicht nur mir, sondern natürlich auch den anderen einen Gefallen. Also ich bin jetzt sowieso mega gespannt, wie dir das ganze Konzept gefällt, dass du die Lernamore-Karten mal auf diese kreative und fantasiereiche Art kennenlernen kannst, weil ich denke, über die Geschichte prägt sich die Deutung viel, viel leichter ein. Und vor allem dann auch noch mit dem Besuch bei der Kartenlegerin am Schluss hast du ja auch noch mal alle Deutungen parat zum Anhören oder im Buch eben auch zum Nachlesen. Also ich denke, hier ist für jeden das Richtige dabei, das Schriftliche, das ja intensive Erleben in der Fantasie und damit eben auch der spielerische, genießerische Ansatz, die Karten zu lernen. Denn ich liebe das, wenn das Freude macht, wenn das Spaß macht und wenn ich dabei auch noch entspannen kann und vielleicht sogar noch mein Leben in eine positive Richtung lenken, also Verbesserungen in meinem Leben erreichen, weil eben in den Fantasietexten auch, ich sag mal, Textpassagen sind, die da einen gewissen Einfluss auf dein Unterbewusstsein nehmen sollen, dann ja, ist das nochmal so das i-Tüpfelchen am Ende, mit dem ich dich hier ja sozusagen auch glücklich machen möchte und ja hoffentlich auch erreiche, dass es diese positiven Veränderungen in deinem Leben gibt. Auch hierzu kannst du mir gerne natürlich Feedback geben. Ich freue mich immer, wenn ich was lesen kann im Blog, bei YouTube, bei Facebook oder natürlich auch bei den Produkten in den Verkaufsplattformen, wenn da Feedback geschrieben ist. Ja, also in diesem Sinne, frohes Kartenlegen
Und frohe Ostern, da das Video ja hier kurz vor Ostern erscheint, solltest du es zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Ja, das nächste Ostern kommt ja garantiert auch wieder. Geht manchmal schneller, als man denkt. Also alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.